Jo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, man sieht es gerade zwar nicht, aber ich muss ja lachen, sorry. Wir spielen das Spiel Kindergarten. Sorry. Wie manche vielleicht von euch wissen, bin ich beruflich Erzieher. Und als ich das Spiel mal auf YouTube gesehen habe bei jemandem, musste ich es mir einfach holen. Ja, Kindergarten. Soweit ich das jetzt gelesen habe bei YouTube, gilt das in irgendwelche total kranken Kategorien. Das heißt, es wird kein langweiliges Kinderspiel sein, sondern anscheinend doch ziemlich abgehen. Ja, das Spiel ist in der Early Access, also von daher wird wahrscheinlich noch eine Menge kommen und es ist natürlich unfertig. Aber ich habe gedacht, wir können das ja einfach schon mal anspielen und irgendwann pausieren und wenn uns das weiter geupdatet ist, kann man es ja wieder aufnehmen. So, jetzt wollen wir mal anfangen. Es ist leider auch auf Englisch, ist klar. Ich habe noch nicht gespielt. Wollen wir das Tutorial machen? Ja, machen wir das Tutorial mal. So, willkommen zum Kindergarten. We're into 5-3 times. Okay, es gibt 5 verschiedene Zeiten an einem Schultag, also beziehungsweise am Kindergartentag. Und zwar gibt es einmal den Ausgang, also draußen. Schoolyard, Million Lunch versus. Okay, einmal gibt es nach draußen, also auf dem Spielplatz. Dann gibt es Morning Time, also wahrscheinlich sowas wie Morgenkreis und so. Und wo die Kinder dann ankommen und spielen. Es gibt natürlich Mittagessen. Access kann ich jetzt nicht sagen, was das ist. Und zeigen und erzählen. Gut. And then during the day, try and pick one character to help each day. Gut, viele Charaktere wollen an einem Tag etwas erledigt haben und so müssen wir einen Charakter aussuchen und um ihnen jeden Tag zu helfen. Gut. Unlock the character special items. Wenn wir die Aufgabe des Charakters einfach gelöst haben, bekommen wir sein Special Item. Und die können wir dann immer wieder benutzen. Okay? Same as the one before. It's always Monday. Any Monday and Special Item is safe from late. Okay, jeder Tag ist irgendwie der gleiche. Also ist so wie der gleiche zuvor. Es ist immer montags. Und nur das Geld und die Special Items werden gespeichert. Und die Charaktere werden aber unterschiedlich reagieren. Kommt nur darauf an, was für Items wir haben. Und welche Entscheidungen wir über den Tag getroffen haben. Toll. Toll. ja. Das war's. Left click to continue. Das ist unser Geld. Wir haben 2,50 Dollar. Sehr viel. wir haben hier diese Pille und... And how many actions you can take in a room. Okay, und hier können wir sehen, wie viele Aktionen wir in dem Raum machen können mit, die Äpfel zeigen uns das. Ja, so. Okay, das ist das Dialogfenster, diese Person spricht gerade, was die Person sagt. Das sind unsere Möglichkeiten. Wir können ein Item benutzen, wir können ihnen Geld geben oder das hier, damit verbrauchen wir einen Apfel. Gut. Control, WASD, okay. Space to detect. Okay, also return. Use return oder enter to use an apple and pick up. There's to open your planner. Use escape to the powerhouse. Controls can be. Okay. Tipps. Okay, wenn wir alle Äpfel benutzt haben, also hier unsere Dialogchancen, unsere Aktionen, werden wir in den nächsten Bereich gebracht, beziehungsweise in die nächste Tageszeit, denke ich mal. Start in the bell ring and you have one apple left. Okay, wenn wir aber, wenn wir in ein anderes Areal gehen, in der, wo wir gestartet haben, wird irgendwie die Glocke ertönen und wir haben nur noch einen einzigen Apfel und zurück. Also das heißt, wahrscheinlich werden wir 3 haben, werden uns die beiden da weggenommen. Okay, wenn wir jetzt keine Möglichkeit haben, alle Äpfel aufzubrauchen,
Weil, keine Ahnung, wir kennen die Aktion schon, wir brauchen jetzt gar keine machen oder wir haben alle Dialoge ohne Äpfel gemacht. Dann können wir Enter drücken und kriegen dann 25 Cent. Gut. Page, some hits are on the under. Okay, wir sollen noch auf die Hinweise-Seite gucken, weil manche sind bereits schon freigeschaltet. Yeah! Ich finde das so geil. So, was mache ich denn jetzt? Wie war das jetzt nochmal mit dem Planner? Nee. Shit! Hints! So. Play the game. Gut. Ja, toll. You don't need any special to complete Jerome, Cindy or Teacher's Miss. Wir brauchen keine Spezialitems, um die Missionen von Jerome, Cindy und dem Lehrer zu erledigen. Gut. Okay, wir brauchen ein spezielles Item, bevor wir die Quest vom Bug erledigen können. Und zwar vom Lehrer. Wir brauchen das Special Item von Cindy. Okay, wir brauchen das spezielle Item von Cindy, um Nuggets Mission zu beginnen. Das brauchen wir um Montys Mission von Jerome. Und das hier. Und hier brauchen wir die Special Items von Monty, Nugget und Bugs, um Lillys Mission zu erfüllen. Gut. Ja, gut. Yay! Huch! Steck fest! Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich das? Hä? Was? Was habe ich jetzt gemacht? Ich hoffe mal nichts, weil ich habe kein Geld. Ja, ich glaube, hier in dem können wir nichts machen. Ich glaube, wir gehen mal weiter. Bin ich bereit, einen neuen Tag zu teilen? Warte mal, können wir nicht jetzt auch... wir können auch keine Äpfel aufbrauchen. Gut. Ja, das geht aber leider hier. Ja, wir starten einen neuen Tag in den Kindergarten. Yay! Hallo? Wo bin ich denn? Atta! Okay, du bist Lilly, ne? Hey, Süßer. Ich bin Cindy. Willst du mein Freund? So weit. Ja, mein Freund. Das ist im Kindergarten schon. Hey, Süßer? What? Nö. Nö. Ja, da bounced es. Hallo. Hallo, Miss Applegate. Ich bin Miss Applegate. Sie ist irgendwie, ich weiß nicht, was dauert, aber sie ist natürlich exzellente Lehrerfähigkeiten. Ja klar, hast du sicherlich. So. Ei. Ich bin Monty. Wenn du etwas brauchst, komm zu mir und sprich mit mir. Ich kann Dinge für den richtigen Preis, kann dir Dinge für den richtigen Preis besorgen. Was ich brauche und was ich verkaufe, ändert sich jeden Tag. So, komm her und seh mich öfters mal. Okay. Und du bist? Oh, ich bin Lilly. Du hast wahrscheinlich gehört, was mit meinem Bruder passiert, Billy passiert ist, oder? Nö. Du hast nicht? Du hast nichts gehört? Das kommt die ganze Zeit in den Nachrichten. Er ist seit ein paar Tagen verschwunden. Was? Danke. Danke, das macht dich zu einem der wenigen Personen, die sich da überhaupt Sorgen drum machen. Seitdem er vermisst wird, haben die Leute mich entweder ignoriert oder sie ärgern mich. Cindy hat versucht, mir Kaugummi ins Haar zu schmieren. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wenn ich du wäre, würde ich von ihr fernbleiben. Sie ist wirklich gemein. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht, ich wollte Danke sagen. Ich würde nicht versuchen, mit Cindy befreundet zu sein. Sie kann sehr gemein sein. Got it. Hallo? Ja. Ah, ich steck fest.
Lass mich gehen! So, ich restart mal den Room, ich steck fest. habe ich schon erzählt, dass das eine Early Access ist? So, hi! Hi! Meine Freundin nennt mich Nugget. Oder sie würde es zumindest, wenn ich überhaupt Freunde hätte. Nugget kennt keine Liebe und keine Freundschaft, seitdem Billy verschwunden ist. Okay. Verzieh dich, Junge. Ich bin beschäftigt. Lily. Wir überspringen das mal. Sorry to hear that. Why? Thanks for the tip. Gut. So, dann sprechen wir nochmal mit ihm. Okay. I don't want them to... Ja, sicher hast du das. So. Sicher. Das mag ich zu hören. Wir werden das süßeste Pärchen in der ganzen Schule sein. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Und was? Siehst du das Mädchen da oben? Das ist Lily. Sie ist die hässlichste und ekligste Mädchen, das du je treffen wirst. Ich möchte, dass du diesen Kaugummi nimmst und ihr in die Haare schmierst, okay? Ich mach das einfach mal. Oh ja, das wird so großartig. Sie bekommt endlich das, was sie verdient, wie ihr Bruder, als er mich einfach verlassen hat. Komm, find me for morning time, Alter, you done. Komm und finde mich in der Morgenzeit, nachdem du fertig bist. Okay. Okay, jetzt sollen wir ihr Kaugummis Haar schmieren. Ja, ich weiß. Sie hat dir das gegeben? Wow. Sie kann ihre dreckige Arbeit nicht mal selbst tun. Ich bin schon hässlich genug ohne Kaugummi in meinem Haar. So, danke, dass du es nicht getan hast. Du bist nicht hässlich. Oh, danke. Ich denke, Cindy hat mich mit ihren gemeinen Worten doch so langsam beeinflusst. Ich bedanke mich für das Kompliment. Du bist wirklich sehr nett. Danke. Ich suche derzeit nicht wirklich nach Freunden, aber ich vertraue dir. Egal, was es auch wert ist. Ich sehe dich. Tschö. Gut, jetzt haben wir... Ich wollte das eigentlich in ihr Haar schmieren, aber irgendwie... Ich werde dein Freund sein. Was ist dein... Was bietest du mir an? Anbieten? Du musst etwas anbieten, damit du deine Freundschaft zu Nugget beweisen kannst. Nun, vielleicht ist das, der Grund, warum du überhaupt keine Freunde mehr hast. Vielleicht. Aber Nugget macht die Regel nicht. Nugget folgt ihnen einfach. Present Nugget with your offering. Und nun präsentiere bitte Nugget dein Geschenk. Wer macht die Regeln? Der Direktor hat die Regeln für Nugget gemacht. Warum? Du fragst viel zu viele Fragen. Der Direktor... Direktor hat gesagt, ich soll das demjenigen geben, der viel zu... Der Direktor hat gesagt, Nugget soll das hier denjenigen geben, der zu neugierig ist. Was ist das? Nugget weiß es nicht. Der Direktor ist sehr mysteriös. Er sagte auch, man soll nicht mit demjenigen reden, der das hat. Also, bye bye. Bye. Was hat er uns dann denn gar gegeben? Was ist denn das? Kann ich... Ich will das ansehen. Ich muss mal kurz den Controls mal angucken. Open Planner. Backlash.
Return. Es ist nochmal Backlash. Kann ich das nicht hier mit Dings machen? Warte. So. Komme ich viel besser mit zurecht, mit Tab. So. Ja, das ist ja leider daneben. Was ist das? Was kann ich für dich tun? Na, nichts. Wir sind jetzt eigentlich Jerome. Also wir haben Cindy hier unten. Ja, aber uns fehlt irgendwie Jerome. So. Ich will wissen, was das ist. Warum kann ich mir das nicht angucken? Ja, hier, ich verkaufe dir was. Nothing. Gut, ich habe nichts. Ich weiß nicht, was das da ist, aber hey. Können wir das vielleicht ihm hier geben? Okay. Ich glaube, das war's, ne? Mehr können wir gerade nicht machen. Gut, dann fresse ich mal die restlichen Äpfel. Moment. Okay, Kinder. Es ist Zeit, den Tag zu beginnen. Alle reinkommen für die Morgenzeit. Okay. Ach, Unterricht ist das. Ah. Sorry, es ist mir so ein bisschen unbekannt im Kindergarten. So ein Unterricht ist ja hier in Deutschland ein bisschen anders. Guten Morgen, Kinder. Huch, ich habe auch so auf mein Kabel gedrückt. I'll pick your buddies for morning time and you can be sad, pathetic and ever. Alter, ich trete doch gar nicht auf das Kabel. Was willst du denn? Ich werde hier gerade von meinem Boxenkabel terrorisiert. es ist Zeit, dass ihr euch euren Freund schnappt für die Morgenzeit. Oder ihr könnt auch einfach traurig, armselig und allein sein. solange ihr das Beste tut, was ihr tun könnt. Toll. Das ist meine Lehrerin. Ja, ich möchte gerne Dings da nehmen. Das ist Jerome, ne? Hi. Oh, hey. Oh, hey. Ich bin froh, dich heute Morgen kennengelernt zu haben. Aber ich suche nicht wirklich gerade nach einem Morgenfreund. Tut mir leid. Hey, was geht? Alter. Du weißt, du bist nicht cool genug, mit mir zu reden, oder? Let alone by my morning. Talk to me. Und ich wurde ganz allein gelassen von meinem Morning Buddy. Außerdem wird Monty mich abholen mit etwas zu süßem Jojo. Was auch immer, Idiot. So. Hey. What? Was? Du willst mein Morgenfreund sein? Ich habe keine Zeit für diesen Schwachsinn. So, wenn du also nichts kaufen oder verkaufen willst, verschwinde! Kann ich das da klauen? Hey! Hör auf, in anderen Sachen rumzuschnüpfeln. Nugget, wie sieht's mit dir aus? Nugget hat nicht den Wunsch, den Morgen mit dir zu verbringen. Nugget ist sehr beschäftigt. Was tust du denn? Du bist ja neugierig, das war über das, was Nugget tun, oder? Interessant. Du könntest vielleicht Nugget von Nutzen sein. Vielleicht. Nugget braucht eine Lupe. Tu das für Nugget, bevor die nächste Glocke klingelt und du wirst belohnt. Okay. Hey Cindy. Was? Was? Worauf wartest du noch? Jetzt pack ihr endlich das Kaugummi ins Haar. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich, was du versucht hast. Oh Mann. Warum musstest du das tun? Na, was auch immer. Ich glaube, du hast nicht das Zeug dazu, um mein Freund zu sein. Wir sind durch. Geh weg. Okay. Warum zur Hölle denkst du, ich würde dein Morning Buddy sein wollen? Stimmt. Toll, ich hab nichts. Ich hab keinen Morgenpartner.
Nugget. Geh und finde deinen Morgenfreund oder du wirst ein Außenseiter-Verlierer sein wie Nugget. Die Lehrerin ist Bombe. Ja, ja. Und nein, so arbeite ich nicht, wenn ich mit... Ich will das da. Ah, hier. Das ist doch unsers. Ey, das ist unsers. Don't snoop around. Don't snoop around. Hm. Wie kann ich denn machen, dass die da jetzt entweder wegguckt oder... Kann ich hier irgendwas machen? Hey. Okay. Sie hat sich umgedreht. Lauf, 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 lauf. Sie merkt's doch noch. Sauerei. Oh, nein, 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 oh, nein, 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 nein. Du kannst die Klasse nicht ohne einen Pass verlassen. Okay, kann ich das Badezimmer benutzen? Ich glaube nicht. Kannst du? Darf ich bitte das Badezimmer benutzen? Natürlich. Nun, da du richtig gefragt hast, hier ist der Pass zum Badezimmer. Ach, danke. Nur sei schnell wieder zurück. Yeah. Hallo. Hallo. Lass dich nicht vorbei. Hallo? Nicht so schnell, kleiner Freund. Ich muss deinen Pass sehen, bevor ich dich leider lassen kann. Okay, ja. Okay, ich lass dich vorbei, aber ich kann dich nicht weiterlassen als das Badezimmer. Das ist in Ordnung. Nö, er lässt uns wirklich nicht weiter. So. Warum ist da Blut? Oh Gott, das sei, wo bin ich hier gelandet? ja, gut. La 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 la. Hi. Was ist los, Junge? Was ist in den Beuteln? Was für Beutel? Ich sehe keine Beutel. Da! Oh, diese Beutel. Nichts, worum sich dein dummer kleiner Kopf kümmern sollte. Und nun verzieh dich. Es blutet. Oh, ja. Diese Blutung. Sag. Weißt du, dass ich eigentlich eine Mob-Stangenweite von Kindern entfernt sein sollte jederzeit? Was hat das mit der Blutung zu tun? Nun, ein wenig, wenn du mich dabei erlöscht. Zack! Ich habe keine Ahnung, was der wollte. Ich keine Ahnung. Oh Mann, du bist aber wirklich ein dummes Kind, hä? Okay. Okay, ich kann immer in die Schultestergebnisse hochpushen. Was? Au! Ah, was? 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 Du bist tot. Was? Was? Alter, was ist das? Ja, Leute, mit diesem ersten Tod, ach du Scheiße, diesem ersten Mord durch den Hausmeister, wenn ich die Folge mal vor heute. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann schaltet das nächste einfach wieder ein, wenn es noch ist. Kindergarten! Bis dann, ciao.